Charlie, gut, dass du mich alle möchtest. Nein, vergiss es. Ob ihr mir jetzt alle voll labert, das ist mir scheißegal. Ich gehe meine Kohle von Herrn Brandner holen, dann bin ich hier weg. Kein Pass. Und? Ist er noch hier? Er sucht seinen Ausweis. Wir haben ihn stundenlang belabert, aber er will immer noch weg. Alles andere hat mich auch gewundert. Fehlt dir nur noch Tom. Hey, es tut mir wirklich leid. Den Text hatten wir schon. Andi, warum nehmt ihr euch kein Blatt Papier und schreibt das Wort Entschuldigung drauf? Dann könnt ihr alle unterschreiben und dann muss ich mir denselben Scheiß nicht immer andauernd anhören. Wo willst du denn jetzt hin? Zerbrich du dir mal nicht meinen Kopf. Bitte bleib hier. Jetzt lass ihn, das macht doch jetzt keinen Sinn. Komm, er kriegt sowieso noch Geld von Arno. Bis er das hat, muss er eh in Düsseldorf bleiben. Toll, und dann? Tut mir leid, Felix. Morgen, da habe ich ganz bestimmt Zeit. Ich hab dich lieb. Ja, ciao. Ich glaube, er ist ein bisschen sauer. Hey, wir müssen uns doch um Andi kümmern. Ja, aber Felix findet das übertrieben. Süß. Er ist eifersüchtig. Nicht auf Andi. Du bist eben eine wunderschöne Frau. Jetzt bleib doch mal ernst, ja? Das bin ich doch. Ich glaube aber nicht, dass er so weiterkommt. Warum lasst ihr Andi nicht einfach in Ruhe? Ja, weil er mir fehlen würde. Wenn das mal Felix gehört hätte. Er würde mir doch auch fehlen. Ich glaube aber nicht, dass ihr ihn umstimmen könnt. Hey, komm, ein letzter Versuch noch. Und zur Not gibt's immer noch Arno. Denn wenn der sich vor der gesamten Bauarbeitertruppe bei Andi entschuldigt und ihn wieder einstellt, dann ist alles wieder in Butter. Meinst du, Arno wird das denn machen? Ja, ich denke schon. Ich wollte ihn heute Morgen auch fragen, aber der war ja schon weg. Und das Handy liegt auf dem Esstisch. Mist. Was ist, wenn Herr Brandner euch nicht abkauft, dass Andi nichts mit dem Diebstahl zu tun hat? Ey, wir können das doch beweisen. Die Flex liegt immer noch bei dem Typen auf der Baustelle. Er fragt sich nur, wie lange noch. Soll ich euch mit in die Schule nehmen? Mhm, wäre super. Und falls Andi im Bistro auftaucht, schickst du mir eine SMS und sag Daniel Bescheid, ja? Versprochen. Ich find's übrigens sehr lieb, dass ihr euch so um Andi kümmert. Irgendwie müssen wir es den Typen zeigen. Ja, und da habe ich auch wieder ein wunderschönes Kostüm neulich in der Boutique gesehen. Ist ja wunderbare Boutique im Ecke. Ganz genau. Jetzt musst du trinken. Ja klar, wir trinken Champagner. Ja. Die beiden bedienen ja wohl ich. Aber nur in deinen Träumen. Ha, du stehst eh nur auf Männer. Zeitweise. Das sage ich Tom. Der muss nicht alles wissen. Kriege ich jetzt die beiden oder nicht? Pass auf, wir knubbeln es aus. Gut, best of three. Einverstanden. Also, bitte los. Eins Doppel. Nochmal. Schnipp, schnapp. Och, ihr Süßen, ich komme. Ja, viel Spaß. Hallo. Hi. Hi. Hallo, Olli. Habt ihr nichts zu tun? Doch. Wir können uns nur nicht entscheiden, wer welchen Tisch übernimmt. Gibt's was Neues von Isabel? Soll ich erstmal fragen, wie es mir geht? Aber sicher. Aber es ist auch klar, dass ich mir Sorgen mache, wenn sie einfach so verschwindet. Sie hätte nicht abhauen müssen, wenn sie nichts zu verbergen hätte. Siehst du das nicht ein bisschen zu einfach? Nein, das finde ich nicht. Ich habe auch gedacht, du hättest wenigstens Verständnis dafür.